Hey, ich grüße dich aus dem Wohnmobil. Hier mit einer wunderschönen Rose heute. Clooney ist ja inzwischen wieder an Bord. Hier ist zurück und wir reisen gemeinsam weiter. Und trotzdem mag ich dir natürlich, gehen wir nochmal zurück. Mal so einen kleinen Zeitsprung drin. Jetzt ist er schon wieder hier, aber ich erzähle natürlich vom den chronologischen Verlauf unserer Reise. Und wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, hatte ich erzählt, wie dieser ganze Prozess der Einschiffung war, der Entscheidung, jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt dran, das ist der Schritt, den wir jetzt gehen. Und da haben wir geendet und jetzt heute soll es um den Beginn der Reise gehen. Ich versuche ein bisschen die Videos kürzer zu machen. Das letzte war noch relativ lang. Also versuche ich das etwas einzukürzen und vielleicht dann ein paar mehr zu machen. Bevor wir jetzt in den zweiten Teil der Reise einsteigen, sind mir noch ein paar Gedanken auch nochmal wichtig zu diesem ersten Teil, also der Entscheidung, der Einschläferung. Und da ist mir total bewusst geworden, wie ich damit umgehe oder wie habe ich mir nochmal wirklich angeschaut, was passiert bei mir und was sind meine Gedanken und Empfindungen dazu. Und wie kann ich ihn da gut unterstützen? Und ich finde und glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, dass wir sehr stabil sind. Und das klingt auch wieder verrückt irgendwie, weil natürlich war und bin ich auch total traurig und ich habe auch geweint und ich weine auch heute noch immer wieder. Und trotzdem habe ich schon immer das bei all meinen Hunden und ich hatte nun inzwischen wirklich ein paar Hunde in meinem Leben, die ich auch alle verabschieden durfte. Wie wichtig es ist, eine stabile Persönlichkeit an der Seite seines Hundes zu sein, bis zu diesem Punkt. Das gilt natürlich auch im gesamten Leben und Trainingsumfeld und gemeinsam Zusammensein. Aber wir sprechen jetzt hier über diesen Punkt und diese letzte Reise. Und ich finde es unendlich wichtig, dass wir da stabil sind. Und es ist, finde ich, eine Verantwortung, die wir tragen und eine ja fast schon Verpflichtung, die wir haben. Bei aller Traurigkeit, trotzdem in dem Moment, wo es darum geht, auch den Hund auf seinem letzten Weg zu begleiten, ihn loszulassen, nicht instabil zu werden, nicht zusammenzubrechen. Und ganz ehrlich, da habe ich das vollste Verständnis, wenn man das nicht kann, würde fast eher denken, es ist dann häufig gut, Personen da an die Seite zu stellen, die das stabil durchtragen können. Das mag vielleicht erstmal hart klingen und denken, naja, nur weil ich jetzt nicht stabil sein kann, ich will doch bei meinem Hund sein, das verstehe ich auch total. Ich erzähle jetzt einfach nur meine Empfindung, meine Gedanken oder so, wie ich das auch tue mit meinem Hund. Weil jeder hat seine Form, natürlich mit Trauer umzugehen und mit dieser Situation umzugehen. Und ich habe für jeden Verständnis, der sagt, ich kann das auch nicht. Das ist auch total okay. Das ist auch dieser Bereich des Lebens ist so vielschichtig und so unterschiedlich. Da kann man gar nicht sagen, so hat das zu gehen. Deswegen ist es einfach nur das, was ich tue, was ich empfinde und was ich auch finde, was man den Hunden da mitgeben darf in die Situation. Und ich habe auch geheult, als wir das entschieden haben, zum Beispiel, und sagten, okay, das ist jetzt der Schritt, der wichtig ist zu gehen, saß ich ja auch, und du erinnerst vielleicht mein erstes Video, wenn du es gesehen hast, auf Facebook habe ich das gepostet, wo wir uns verabschieden, wo ich mich von ihm verabschiede, wo Clooney sich verabschiedet. Da habe ich sehr geweint. Aber nicht in dem Moment, wo wir reingingen,
in das Behandlungszimmer und wo er dann losgelassen wurde und eingeschläfert wurde. Da war ich da, da war ich voll da. Und das meine ich auch mit dem für den Hund da sein, stabil sein an seiner Seite. Wir brauchen da niemanden, wir als Hund brauchen da niemanden, der neben mir zusammenbricht. Das ist im Training übrigens, wenn wir kurz mal einen Exkurs dahin machen, genauso. Wenn Hunde Traumata erlebt haben, schlimme, schlimme Dinge erlebt haben und jetzt trainieren wir mit ihnen, dann brauche ich niemanden, der neben dem Hund zusammenbricht. Dann ist dem Hund nicht geholfen. Ich kann Mitgefühl haben zu jeder Zeit und das wäre auch Grundvoraussetzung und wichtig. Ich sollte aber kein Mitleid haben und ich finde wichtig, das auch zu unterscheiden. Und hier genauso in der Situation. Ich habe tiefstes Mitgefühl und ich trauere und ich darf trauern und man sollte trauern, das ist wichtig. So, aber nicht in dem Moment, wo der Hund den letzten Weg geht. Weil es, wenn wir stabil sind, hilft es ihm bei dem, beim Weg hinüber, beim Loslassen. Uns natürlich auch, ja. Und wenn wir da zu sehr an unser Leid gebunden sind in dem Moment, machen wir es meines Empfindens nach dem Hund wahnsinnig schwer zu gehen. Bei Menschen sehe ich das genauso, machen wir den Menschen dann auch schwer. Was aber bedeutet, das kann ich ja nicht so einschalten, das bedeutet einfach eine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Nicht nur durch die ganzen vielen Hunde, die ich über die letzten 20 Jahre hatte, sondern auch mit dem Thema Tod allgemein, weil ich es ein faszinierendes, spannendes Thema finde. Und ich habe viel dazu gelesen. Und deswegen finde ich, wir haben die verdammte Pflicht, in dem Moment nicht zusammenzuklappen, sondern ein stabiler Partner an der Seite unseres Hundes zu sein, dass wir ihm den letzten Gang so leicht wie möglich machen. Und da gibt es kein, ja, gibt es keine zweite Chance für. Ja, da zählt's. Und deswegen finde ich eine Beschäftigung mit dem Thema so wichtig, dass wir in dem Moment, wo es dann ist, stabil da sind für unseren Hund. Und ich habe auch ganz viele Menschen erlebt in den vergangenen Jahren, die wirklich zerbrochen sind daran. Und ja, wirklich, wirklich zerbrochen sind daran. Und das ist, ich denke, für beide Seiten. Dann macht es den Prozess schwieriger, weil ich kann natürlich nicht loslassen, hier auf der Erde verbleibend, kann ich nicht loslassen und die Seele meines Hundes kann dann auch schwer gehen, weil ich sie ja immer wieder hier binde. Und wenn wir die Entscheidung treffen, und da habe ich was Schönes auch zu gelesen, wenn wir die Entscheidung treffen, den Tod jetzt einzuladen und zu holen, dann, und das las ich, war ein wunderbarer Satz, dann haben wir auch hier die Verpflichtung, in Demut ihm das zu geben, wozu wir ihn gerufen haben. Und das finde ich einen wunderbaren Gedanken und den habe ich auch genau so, das denke ich auch, dass ich entscheide mich, das ist die Entscheidung, die wir treffen in dem Moment und natürlich fällt es schwer. Es hat nichts damit zu tun, dass es da ab dann irgendwie egal ist oder so. Aber es fällt natürlich schwer. Nur wir haben jetzt gesagt, okay, wir holen den Tod, wir laden den Tod ein und dann geben wir ihm das, wozu er gerufen ist. Und dann hat unser Hund die Möglichkeit zu gehen. So, das nochmal ein paar Gedanken zum vorherigen Video. Und die schiebe ich jetzt so mal nach. Ich sehe, jetzt habe ich auch schon wieder 10 Minuten darüber gesprochen, aber ich mag jetzt einfach meine Gedanken gerade zu so teilen dazu. Und ich mache dann im nächsten Video, steigen wir ein in die Phase der Reise. Ich habe ihn ja dann im Wohnmobil gehabt, das hatte ich ja im vorigen Video erzählt. Wir haben ihn hier ins Wohnmobil gelegt, auf seinen Platz, wo er immer lag. Und
Da mache ich dann im nächsten Video mit dir und euch weiter und erzähle, wie denn unsere Fahrt und unsere Reise hoch vom Süden oder Mitteldeutschland hoch in den Norden war. Also in diesem Sinne, vielen Dank für dein Dabeisein und bis zum nächsten Video.